muss dahin. Will ich eigentlich gar nicht. Aber muss ich. Etwas schaffen. Produktiv sein, wie man so schön sagt. Also mache ich mich auf den Weg. Eigentlich beginnt alles mit einer Suche. Von da an gebe ich mich den Algorithmen und Hyperlinks der unterschiedlichen Websites hin. Was mir angezeigt wird, nehme ich wahr. Was nicht, das nicht. Zu oft lande ich auf Seiten, die nicht zielführend scheinen und bleibe trotzdem eine kurze Weile. Ich schaue mich ein wenig um, klicke hier und da, nur mich kurz darauf wieder zu besinnen und auf die eigentliche Route, den geraden Weg, zurückzukehren. Sich zumindest. Den Absprung schaffen ist strukturierten und organisierten Menschen vorbehalten. So einer bin ich nicht. In Wahrheit bin ich schon längst vom Weg abgekommen. Ich klicke, 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 ich klicke. Hier bin ich also jetzt, irgendwo im digitalen Niemandsland. Das Leben hat einen bestimmten Rhythmus. Problem, Lösung. Problem, Lösung. Problem, Lösung. Doch der Schein trügt. Seinen Instinkten und Interessen folgen ist das wahre Leben. Vom Weg abkommen, Freiheit. Denn nur wer sich verliert, kann sich wiederfinden. Guck dich um. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Hast du Spaß? Wenn ja, dann mach einfach weiter. Produktiv sein ist der Geist, den es gar nicht gibt. Die schönsten Momente, die größten Inspirationen, die beste Zeit hat man da, wo man eigentlich nie hin wollte. Und wenn du über deine Schulter guckst, merkst du, wie weit du eigentlich schon gekommen bist. Was du geschafft hast, für dich und niemanden anderes. Genieß die Sinnlosigkeit und feier das Unproduktive. Denn es ist Freiheit.